Zum dritten Mal in dieser Saison Straubing gegen München. Die ersten beiden Duelle gingen ganz knapp an die Red Bulls. Straubing also darauf aus, den Bock endlich mal umzustoßen. 6 Heimniederlagen in Folge gegen München. Aber ansonsten das heimstärkste Team der deutschen Eishockeyliga. Die wollten natürlich vor allen Dingen in der Anfangsphase dem Spiel gleich mal den Stempel aufdrücken. Und es ging auch verheißungsvoll los. 12 Sekunden gespielt, erste Chance St. Dennis und dann Scheidt gleich hinterher. Straubing gab früh die Richtung vor, in die dieses Spiel laufen sollte aus ihrer Sicht. Aber auch München nach der jüngsten 2:4 Niederlage gegen Nürnberg natürlich etwas gewarnt, es nicht zu locker angehen zu lassen in der Schlussphase der Saison mit ganz guten Möglichkeiten. Teilweise etwas viel Druck nach vorn und dann hinten offen. Sehen den Konter von Travis St. Dennis. Sein Abschluss so gerade noch verhindert von Eder, allerdings auf Kosten einer Strafe. Das Spiel im ersten Drittel temporeich, physisch mit der berühmten hohen Intensität, aber ohne Tore. Das änderte sich auch nicht nach diesem Konter. Justin Schütz frei durch, in Unterzahl, aber kein Vorbeikommen an Hunter Miska. Sängerli bleibt da hängen an der blauen Linie. Und dann geht's richtig schnell in die Spitze. Schütz versucht durch die Schoner von Miska, kommt aber nicht vorbei. Keine Tore nach 20 Minuten. Aber wie schon gesagt, ein energiereiches, schnelles Eishockeyspiel. Das zweite Drittel. Ein holpernder Puck, den Hager nicht kontrolliert bekommt. Taylor Lear geht dazwischen und Taylor Lear macht das 1:0. Straubings Topscorer, zuletzt 7 Spiele ohne Tor. Riecht also den Bann in diesem Spiel, weil er den richtigen Riecher hat. An 2 Verteidigern vorbeikommt und dann auch noch Niederberger den Puck durch die Schoner schiebt. Kurz darauf musste Tom Pokel in die Kabine. Er hatte einen Puck abbekommen und musste mit 4 Stichen genäht werden. Kaum war er weg. Diese Szene. Scheint mit dem Pass auf Adam. Das 2:0 für die Tigers. Tolle Kombination. Le Pon öffnet das Spiel da wunderbar. Und dann das richtige Timing. Beim Pass von Scheidt in den Slot. Adam hat den Verteidiger im Rücken, den Schläger auf dem Eis. Und lenkt den Puck unhaltbar für Niederberger ins Tor. Aber München war durchaus drin im Spiel und nicht um eine Antwort verlegen. 44 Sekunden später Ortega für Ben Smith. 1:2. Ortega mit dem richtigen Riecher klaut hier einen Puck in der neutralen Zone und dann ein toller Rückhandpass. Und jetzt hat auch Miska keine Abwehrchance. Und in der Folge München auch richtig gut im Spiel mit großen Möglichkeiten, mit einer Art Drangphase, aber immer wieder nicht in der Lage, Miska zu bezwingen und hinten einigermaßen offen. Konter Straubing mit Le Pon, der zunächst an Niederberger scheitert. Puck kommt aber nochmal vors Tor. Da ist wieder Le Pon und das 3:1 für die Tigers. 17. Saisontor für JC Le Pon, der das Ganze quasi selbst inszeniert, weil er wie so häufig den richtigen Riecher für Kontersituationen hat und dann nicht abdreht, sondern genau auf diese Szene hier wartet. Der Puck kommt nochmal von außen. Niederberger kickt Smith den Puck irgendwie gegen das Bein, von da aus auf den Schläger von Le Pon. Und zum Pokel, der durfte dann einigermaßen zufrieden sein nach 40 Minuten. 3:1 Führung für sein Team. Das letzte Drittel. München drückte anfänglich auf den Anschlusstreffer, aber Hunter Miska immer wieder mit allem, was er hat, mit der Schulter, mit der Maske, in der Lage, große Chancen zunichte zu machen. Und so war es für München wieder die Effizienz, die einfach nicht stimmte. Die Chancen waren ja durchaus vorhanden, aber sie erzielten einfach die Tore nicht. 3 Minuten vor dem Ende. Tor leer bei München, der Fehler von Eder an der blauen Linie und der Weg frei für Taylor Lear, den Deckel drauf zu machen. Das 4:1, die Entscheidung. Straubing gewinnt endlich mal wieder ein Heimspiel gegen München, das erste seit 2019, auch dank 43 Saves von Hunter Miska. Yeah, it was a huge win for the guys here. This is playoff hockey right now and these are huge points. We want to hold that fourth place position and obviously try to get high as we can before the end of the season here.
Ja, ich denke, dass wir schon Chancen rausgespielt haben, aber über das ganze Spiel, ja, die Balance im Spiel hat nicht gepasst heute. Viel zu viele Chancen abgegeben und dann brauchst du dich nicht wundern, wenn du dann in Straubing verlierst. München verliert erst zum zweiten Mal in dieser Saison 2 Spiele in Folge. Straubing zementiert mit diesem 4:1 Heimsieg Platz 4 in der Tabelle. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.